Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich mit dir über das beste Anwerbungsinstrument im Network Marketing sprechen. Vielleicht hast du eine Idee, was es sein könnte. Wenn nicht, werde ich es dir jetzt verraten, in diesem Video. Und zwar das beste Anwerbungsinstrument, welches du ja im Network Marketing einsetzen kannst, ist deine eigene Geschichte. Warum ist es so? Geschichten wecken Emotionen, ja? Ich schreibe das mal gerade hier mit. Emotionen. Und Emotionen haben einfach den Vorteil, dass sie Menschen anregen zu handeln, ja? Menschen, ja, beziehungsweise Geschichten sind in der Lage, Menschen zu, ja, bewegen und ja, und sie lassen sie auch so ein Stück weit ja an deinem Leben halt teilhaben, ja. Und der Vorteil ist halt hier, dass wenn du mit deiner eigenen Geschichte arbeitest, ja, dann werden diese Geschichten halt Wirkungen erzielen, ja, mit denen du ja auf, ich sag mal, auf einer analytischen Herangehensweise eigentlich nicht ja, nicht mithalten kannst, ja. Du kannst ein Produkt zum Beispiel erklären, ja, du kannst das sehr sachlich rangehen. Wenn du aber erzählst, was das Produkt in deinem Leben verbessert hat, ja, dann wirst du ganz andere Ergebnisse erzielen, weil die Menschen sich ganz anders mit dir und mit der Geschichte identifizieren können. Und das ist eben eine unheimliche Macht, die dieses Anwerbungsinstrument ja eben hat. Und wenn du jeden Tag rausgehst, ja, und deine Geschichte fünf Menschen erzählst, ja, und ich bin mir sicher, du hast eine Geschichte, auch wenn die nicht jetzt sensationell ist, weil ich weiß, die Menschen lieben immer ja vom Tellerwäscher zu Millionärgeschichten, aber das muss gar nicht sein, sondern wenn du einfach ja den Menschen erzählst, warum du dich für das Unternehmen entschieden hast, in dem du tätig bist, warum du ja, warum du die Branche Network Marketing als eine der besten Branchen der Welt ja ansiehst, welche Chancen sich für dich dadurch ergeben haben, wenn du erzählst, wie dein Leben vor Network Marketing war, wie es jetzt ist und welche Pläne du hast, dann wirst du Menschen auf diesem Weg oder dann wirst du Menschen mit dieser Geschichte ja ein Stück weit auch mitnehmen. Und sie können sich in deine Situation, sie können sich mit dir identifizieren und können für sich viel leichter entscheiden, ob sie ja in deinem Business dabei sind, ja, oder halt eben nicht. Du kannst es einsetzen in der Anwerbung, im Verkauf, ja, in der Einwandbehandlung, anstatt mal auf einen Einwand, ich sag mal, sachlich zu reagieren, vielleicht nochmal die Details des Produkts hervorzuheben, vielleicht einfach mal eine Geschichte erzählen, ja, mit der du, ja, die du vielleicht von einem Kunden hast, ja, es muss ja nicht immer die eigene sein, ja, und ich bin mir sicher, wenn du dir ja mal Zeit nimmst und mal so, ja, durch dein Leben hindurch gehst, dann fallen dir viele, viele tolle, ja, Geschichten ein, die du in deinen Verkaufsgesprächen ja, einsetzen kannst. So, und deswegen notiert dir die. Am besten legst du dir auch mal einen Ordner an. Ja, ich mache das Ganze hier immer mit Google Drive, mit Google Docs. Und immer wenn ich für mich eine gute Geschichte habe, dann mache ich mir ein paar Stichpunkte da dazu. Ja, weil manchmal ist es ja so, man hat die nicht immer sofort präsent, sondern wenn man mal ein bisschen Zeit hat, dann fallen einem Geschichten aus der Kindheit ein, ja, aus deinen Anfangszeiten im Vertrieb oder wie auch immer. Und dann ist es gut, wenn du da einfach mal kurz ja das Ganze notieren kannst und diese Geschichten kannst du dann in deine Verkaufsgespräche einstreuen. Und auch die Einwandbehandlung wird so viel, viel einfacher und angenehmer, weil du nicht mehr überlegen musst, wie reagiere ich jetzt auf den Einwand XYZ, sondern du hast eine passende Geschichte parat, ja, die du erzählen kannst oder die du ja, wo du einfach anhand einer Geschichte den Leuten einfach vermitteln kannst, welche Vorteile deine Kunden oder deine Geschäftspartner
ja dadurch haben. Ja, und du, wenn du dann einfach anfängst und sagst, wissen Sie, so habe ich auch gedacht, aber in meinem Leben hat dann Network Marketing, wo ich es mir dann genauer angeschaut habe und die richtigen Chancen dahinter erkennen konnte, hat es so einen massiven Einfluss auf mein Leben gehabt. Und das hat da dazu geführt, dass ich heute XYZ ja habe. Und daran würde ich Sie gern teilhaben lassen. Wann haben Sie denn Zeit, dass wir uns da mal konkret darüber unterhalten? Ja, und das ist eine ganz andere Art von Gespräch, wie wenn du sagst, naja, mit Network Marketing kannst du Geld verdienen, du kannst freie Zeit, du hast freie Zeiteinteilung, du bist dein eigener Boss. Ist ja nicht falsch, ja, ist ja auch alles richtig, aber wir müssen da Emotionen reinpacken. Und wenn wir das in Form unserer eigenen Geschichte machen, ja, dann haben wir da ja einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Und wie gesagt, deine eigene Geschichte, die musst du ja auch nicht auswendig lernen, sondern du kannst die immer jederzeit in jeder Situation ja ich sag mal, aus dem Schieber ziehen und ja, kannst deine eigene Geschichte erzählen. Und wenn du das jeden Tag tust, ja, anderen Menschen deine Geschichte erzählen, dann wirst du nicht drumherum kommen, früher oder später ja neue Geschäftspartner für dich und dein Unternehmen zu gewinnen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Anwerbungsinstrument. Setz es fleißig ein und wenn das Ganze für dich hilfreich war, teile es mit deinem Netzwerk und wichtig, abonniere den Kanal. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Ja, in diesem Sinne maximalen Erfolg. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.